Hallo und ein herzliches Willkommen zur 11. Folge hier bei mir auf der Haute Belleron LS22. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ein kleines Farm Report zu mitzubekommen. Denn wir haben ja im letzten Stream, Silvester-Stream, auch davor, ziemlich viel mit Silage gearbeitet, Silagegang voll gemacht und natürlich auch ein externes Silo für die ganzen, sagen wir mal, das ganze Häckselgut endlich unter Dach und Fach zu bekommen. Ja, es hat sich noch einiges getan. Wir haben ja auch unseren hier Krone Big X mit Silierzeug. Also Silierzeug ist quasi dazu gut, um mehr Häckselgut rauszubekommen. Hat sich natürlich auch sehr gut bewährt. Also wir haben jetzt quasi fast ein, also wir haben jetzt genau gesagt einen Stand von, will ich mal gar nicht sagen, aber ich habe es mal aufgeschrieben. Durch die ganzen Ernteeinnahmen haben wir 1,4 Millionen Häckselgut. Also ziemlich viel dabei. Also da sind wir erstmal versorgt. Ja, meine Kühe, die machen hier sich richtig bequem. Wir haben neuen Zuwachs bekommen. Und es dürfte auch bald soweit sein, hier mal mit unseren der Milchproduktion bald fortzufahren. Und heute Morgen haben wir, oder ich habe heute Morgen noch ein bisschen frisches Futter gemacht, Mischration und den Einstreu noch neu dazu geholt. Also die sind jetzt auch wunderbar komplett versorgt. So, dass ich natürlich noch ein bisschen anders die Zeit dazu genutzt habe, um mich mit Autodrive und Cosplay zu beschäftigen. Kann ich nur sagen, ja, die fahren sich noch hier gegenseitig schön über den Haufen. Bis die muss sich da einigermaßen mal da orientiert haben, wer wo wann fährt. Vor allem, er will ja schon auf der linken Seite fahren. Naja, eigentlich sollte er ja an Ort und Stelle stehen bleiben. Wie gesagt, mit Autodrive, da habe ich noch nicht so Erfahrung nicht ganz so gemäß erreicht, wie ich es haben wollte, aber im Grundlegenden, er fährt ab, er fährt quasi hinten hier in das Silo rein, ins externe Silo, und da ist quasi natürlich auch unser Häcksel drin. So, ja, also das ist so momentan der Report, den ich momentan sagen kann. Also wie gesagt, wir haben jetzt nochmal ein Feld Sorghumhirse angesetzt, weil wie gesagt, die ein oder anderen Fruchtsorten sollte man natürlich ein bisschen mehr haben. Also wie gesagt, die Sojabohnen werden dann auch nochmal einmal eingeerntet und dann dürfte es nämlich auch schon so weit sein, dass wir sagen könnten, wir werden mit den Kartoffeln anfangen und den Wurzelfrüchten. Da ich mir natürlich den Krone Big X geholt habe, war es natürlich auch so gewesen, dass ich die ziemlich viel hoch verschuldet war, mich da erstmal rausholen musste und kurz gesagt, ja, mir da erstmal ein bisschen Puffer holen müsste. Also erstmal quasi alles, was Silagegang ist, das ganze Thema dort erstmal produzieren müsste. Jetzt haben wir alles Maschinerie, also wie gesagt, hier unseren für den Silagegang alles zu verdichten. Hat alles gut geklappt und ja, wie man sieht, mein Pickup. Ganz kurz gesagt, am Silvester, wo wir ja das Feuerwerk losgelassen haben, habe ich mir den Pickup noch überlegt. Ja, wo ist der denn? Was wird. Hey, wo muss er noch stehen? Ja, da war er oben noch am Schloss gestanden. Und ja. Aber ich bin Hauptsache mal die ganze Zeit mit der Karte da oder auf der Karte die ganze Zeit da hin und her gerannt. Hauptsache nur, um meinen schönen Pickup zu suchen. Ja, während hier jetzt unseren Cluster läuft, werden wir uns jetzt auch erstmal das Feld wieder platt machen. Also, kurz gesagt, haben wir jetzt
machen wir alles bereit für die Sojabohnen. Und dann dürfen wir mal den Mulcher rausholen. So. Ja, also falls ihr die auch noch ein bisschen geordnet, natürlich haben wir jetzt auch einen Kalkstreuer, den habe ich mir auch nochmal noch dazu geholt. Und da dürfte das Ganze jetzt ein bisschen friedlicher jetzt laufen. So, ja, wenn jetzt, falls das Video für euch dann rauskommt, dann dürfte es eigentlich schon in der zweiten Januarwoche sein. Zweiten Januarwoche, sage ich. Die letzte Januarwoche im Dienstag. Und weil wir quasi am 23. erstmal die Zeit dazu nehmen möchten, um natürlich die Spedition voranzukommen. Aber das werden wir dann auch noch zusammen ein wenig ja, aufbauen. So, auf jeden Fall darf der gute Praktikant jetzt gleich mal dahin gehen. Und darf jetzt gleich mal hier mulchen, während das hier läuft. Ja, blockieren die sich dann da wieder. Ja, das ist halt Crossplay. Da bin ich noch nicht ganz so sicher, wie das da... Genauso wie der Schaden hier an den Paletten. Ja, da ist irgendetwas passiert, wo ich noch nicht so ganz fertig bin oder das Problem noch gar nicht so gesucht habe. So, mulchen, genau. Also darf er nicht anfangen. Fängt er jetzt anders an? Richte mal dann aus und dürfte es auch schon für ihn dann quasi losgehen. So. Und Feldposition einmal. Jawohl. So, dann läuft er auch schon mal unter. Gut, ja. Also wie gesagt, es gibt eigentlich aus dem Feld ein bisschen aufgeräumt und die ein und andere Sache kommt neu dazu. Ich habe jetzt auch die Modliste endlich mal gepackt zu. Ja, in den 3 Wochen, Anfang der 3 Wochen, wo wir jetzt quasi jetzt mal hier noch frei hatten, angefangen die Modliste zu machen, welche Mods ich auf meiner Farm benutze, das habe ich jetzt auch getan. Und dementsprechend werden sie je nachdem auch ein bisschen aktualisiert, die wo auch wirklich dann auch auf der Standardkarte von Haut Bellerin dann experimentell quasi dann auch funktionieren. Ja. Und Mods, die, also kleinen Mod, der quasi so ein sich überschneidet oder sagen wir mal die Werkstatt-Trigger. Also das da hinten ist jetzt der Reparatur-Trigger, der da jetzt da steht. Da könnt ihr durchfahren, das kostet zum Beispiel jetzt nichts. Das andere mit dem Werkstatt-Trigger, da müsst ihr quasi dann, fahrt ihr durch,
klickt auf R, auf das Symbol, dann könnt ihr quasi euch dann die Sache quasi reparieren. In dem Fall. Ja, und so stapel ich jetzt mal wieder mein ganzes Zeug, mach ein bisschen weiter. Und ja, auf jeden Fall war heute mal ein bisschen die Hofverschönerung dran, naja, das Aufräumen zumindest. Weil bevor dann das Ganze mit den Kartoffeln losgeht, ist natürlich dann mit dem Grimme-Pack verbunden. Was ihr das ja noch vom LS19 natürlich kennt. Und jo. Ich hoffe, euch hat's gefallen, dieser kleine Report. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschalten. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich supportet. Und nicht vergessen, ab und zu bin ich natürlich auch auf Twitch unterwegs. Twitch/Bartolo89. Und die Leute, die es natürlich interessieren, können mir dann natürlich gerne zu. Und natürlich am 23. geht es dann wieder auch wieder regelmäßig los, da ich natürlich dort auch wieder live bin. In diesem Fall, danke fürs Zusehen und lasst mir gerne auch ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. In dem Fall, bis zum nächsten Mal, euer Bartolo. Ciao, ciao.